Moin und herzlich willkommen zur 583. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 6. August 2013 und der Blick auf Silberbeeten, es macht Zakatüm. Nur leider in die falsche Richtung, Freunde, denn es macht minus 4,6% und wir sind doch bullisch in diesem Markt unterwegs. Und wissen Sie, was ich echt nicht mehr hören kann, ist, wenn Fußballer nach dem Fußballspiel sich hinstellen und sagen, ja, so ist Fußball. Ja, das ist Fußball. Ja, so ist Fußball. Ich glaube, ich eigne es mir an und sage, ja, so ist Trading. Okay, im Ernst. Was entscheidend ist, ein Positionstrader, der länger in einem Markt drin ist, der muss in der Lage sein, große Bonusgewinne zu haben und nicht nervös zu werden und nicht einfach dann die Position rauszuwerfen. Der muss aber auch in der Lage sein, große Positionsgewinne, Bonusgewinne wieder abzugeben, denn wir haben hier eine sehr, sehr starke bullische Bewegung gemacht. Ich glaube, wir hatten knapp 20% auf der Plusseite und jetzt macht der Markt, obwohl er eine bullische Seitwärtskonsolidierung gemacht hatte, ein Bull-Pullback. Und da hatten wir doch gesagt, Moment mal, hier horizontale Unterstützung und dann mit einem Gap und das Ganze auch noch mit Volumen abverkauft worden und dann wieder mit einem Gap und mit sehr viel Volumen gekauft worden. Das ist hier große Unterstützung, zumal auch noch die 20 und die 50-Tage-Linie sehen und das Ganze sollte halten. Was passiert? Viele Leute haben ihr Stop-Loss unterhalb dieser Zone und diese Stop-Loss-Marken werden aktiviert und dann wird das Ganze heftig abverkauft. In Ordnung, wir hatten ein anderes Anlagehorizont als das, was wir hatten. Jetzt gilt es nicht, nervös zu werden und jetzt gilt es nicht, die Position rauszuwerfen und die meisten von Ihnen werden hier noch gar nicht nervös werden. Erst wenn es sozusagen so in Richtung Einstein geht und vielleicht noch ein bisschen drunter geht, dann werden die meisten nervös und schmeißen hin. Das Wichtigste ist, wir überlegen uns vorher, was wir wollen. Wir überlegen uns, okay, hier wollen wir einen Teilgewinn realisieren und wir überlegen uns auch vorher, wie wollen wir denn unser Stop-Loss nachziehen. Und es ist noch nicht so weit, den Stop-Loss nachzuziehen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was der Markt als nächstes macht und waren vorher nicht besonders hymnisch und jetzt sind wir nicht besonders ängstlich, sondern wir gucken uns in aller Ruhe diesen Spaß weiter an. Das ist ein Positionstrade. Wir haben mit dem, was wir hier gemacht haben, wir schließen im Bereich des Tagestiefs. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen ein höheres Hoch machen, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen ein tieferes Tief machen, ist deutlich größer. Wir haben die nächste Unterstützung psychologisch. 20 Dollar Marke plus. Schauen Sie sich das an. Unterstützung abverkauft worden. Widerstand abverkauft worden. Über Widerstand mit einem Gap und mit Volumen drüber gegangen. Und jetzt haben wir die nächste potenzielle Unterstützungsmarke im Bereich der 20 Dollar Marke. Wenn die nicht halten sollte, dann geht es nochmal Gap zu und das Ganze im Bereich der 1970. Das hier ist dann wirklich sehr, sehr viel Unterstützung. Auch die 20 Dollar Marke. Wir wissen nicht, was der Markt als nächstes macht. Wir werden es uns angucken. Ich habe eine Bitte an Sie. Die meisten von uns Analysten, wir stellen uns ja mal hin und sagen, also ich kann ja den Markt total gut analysieren und keiner kann es so gut wie ich und vor allen Dingen, ich werde niemals nervös. Ich bin immer cool, ich bin immer neutral und ich gucke mir das immer von der Seitenlinie an. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich immer versucht bin, mir das neutral anzuschauen, dass ich cool bleibe. Und es gelingt mir, je länger ich das mache, auch immer besser. Es gibt aber auch Phasen, wo ich merke, meine innere Stimmung ist. Und dann bin ich als Trader aufgefordert, das zu spüren. Denn die wichtigste Aufgabe eines Traders ist, sich mit seinen Emotionen im Klaren zu sein. Bin ich gerade wütend? Bin ich gerade ängstlich? Bin ich gerade gierig? Bin ich gerade neidisch auf den anderen Trader? Versuche ich genau das Gleiche zu erreichen? Und wenn ich diese Emotion merke, dass ich gerade bin, da muss ich mich fragen, woher kommt das denn eigentlich? Das, was mir momentan auffällt, ist, ich versuche Ihnen seit 3 Tagen zu analysieren, hey Leute, der Markt hat hier weiter bullisches Potenzial, aber der Markt macht eine bärische Bewegung. Und jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, ah, das sind die Manipulateure, ich habe es aber alles richtig gemacht. Denn Analysten müssen immer mit einem großen Ego durch die Gegend laufen. Analysten sind auch immer darauf bedacht, ganz viel Abstand zwischen sich selbst und ihren Zuschauern zu haben, weil das sind ja die großen Leute. Und die Leute, also die Zuschauer stehen ja auf den starken Mann, der sagt, ich weiß, wo es lang geht. Ich möchte niemals so einen Analysten werden, sondern ich möchte eigentlich eine Trading-Gemeinde haben und diejenigen, die diese Videos schauen, diejenigen, die zu unseren Seminaren kommen, entscheiden sich, hey, den Mann möchte ich gerne in meiner Trading-Ecke haben oder sie sagen, hey, den Mann möchte ich nicht mehr in meiner Trading-Ecke haben, dann schauen sich diese Videos nicht mehr an. Was ich nicht sein möchte, ist der starke Analystenmann und deswegen möchte ich Ihnen Folgendes sagen, was in meinem Kopf vorgeht ist, Moment, der Markt macht gerade hier eine bärische Bewegung und ich analysiere den Markt als mehr bullisch. Vielleicht ist es ja so, dass ich zum Beispiel meine Take-Profit-Zone bei Silverbeetern um 50 Cent, 70 Cent nicht gekriegt habe und deswegen will ich unbedingt noch mein Take-Profit haben und habe gar keine Lust, dass der Markt fällt. Und vielleicht analysiere ich hier gerade gar nicht das Wahrscheinliche, sondern ich analysiere das Unwahrscheinliche und der Markt macht das Wahrscheinliche damit, dass er eine Fortsetzung der bärischen Bewegung macht. Und darüber muss ich mir als Analyst im Klaren sein und ich finde, ich bin es Ihnen auch schuldig, das mit Ihnen zu kommunizieren und zu sagen, ey Leute, ich habe einen Positionstrade bei Silverbeeten, kann es sein, dass ich will, dass der Markt bullisch ist? Wenn ich Ihnen gleich die weiteren Charts zeige, ich habe versucht, mir das Ganze aus der bärischen Sicht anzuschauen und das, was ich sehe, ist immer noch extrem viel Unterstützung und damit schauen wir uns jetzt den Goldpreis an.
Gold hatte eine wichtige Marke, nämlich 1300er Marke, bullisch aufgelöst gehabt. Hier, da haben wir diese 1300er Marke mit dieser nicht ganz sauberen Doppelbodenformation bullisch aufgelöst gehabt. 1300er Marke, der Markt kommt einmal kurz zurück, okay, geht sofort wieder durch. In Ordnung, haben wir gesagt, ist mehr bullisch. Wenn nämlich einmal das tangiert wird, sofort wieder drüber geht, dann war wieder einer 1300er. Große Unterstützung, plus 20 Tage Linie und so weiter und so fort. Und hast du nicht gesehen, haben wir die Zone noch einmal gekauft, aber der Markt macht dann keine größere bullische Bewegung mehr. Nein, im Gegensatz, wir geben nämlich die 1300er Marke bärisch auf und bewegen uns jetzt in Richtung dieser aufsteigenden Trendlinie. Und wir gucken uns das jetzt gerade ganz ganz im 4-Stunden-Chart an, weil wir das noch besser differenziert können. Wir haben hier aufsteigende Trendlinie, Berührung, 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 und diese Linie wartet im Bereich der Marke von 12,79 auf uns. Es ist mir wichtig zu unterstreichen, dass ich Ihnen gesagt hatte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir den nächsten Tag das Ganze bullisch auflösen sollten, deutlich größer ist, was nicht passiert ist, sondern wir kommen jetzt wieder an die untere Begrenzung des Dreiecks. Das ist aber nicht bärisch, sondern wir bleiben nach wie vor innerhalb dieses Dreiecks. Wichtig war mir aber auch vielleicht das nochmal zu betonen, dass ich Ihnen gesagt habe, Leute, wenn, dann bitte über die kleine Zeiteinheit, wirklich kleine Position, ansonsten, wenn man übergeordnet bullisch werden möchte, erst oberhalb der 13,22, denn diese Trendlinie, die kann man sehr gut nämlich über den 4-Stunden-Chart einzeichnen. Schauen Sie, Widerstand, Widerstand, hier mit dem Schatten, hier mit der Körperkante, und dann wurden auch die Berührungen immer häufiger. Berührung, 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 und so etwas ist viel, viel mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Egal, der Markt macht trotzdem jetzt eine Fortsetzung seiner bärischen Bewegung. Jetzt haben wir aber diese Trendlinie ganz lange nicht mehr berührt, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bären diese Trendlinie bärisch berechnen können sollten, ist deutlich unwahrscheinlicher, gerade weil wir so lange diese Trendlinie nicht mehr berührt haben. Und dann wird man gucken müssen, was denn der Markt so kann. Was wichtig ist, dieses Dreieck hat nicht mehr viel Platz. Theoretisch können wir noch bis Mitte August hier in diesem Dreieck drin bleiben, nur auch jetzt schon ist wenig Platz für das Dreieck. Und Sie wissen, je später Formationen bullisch oder bärisch aufgelöst werden, desto dynamischer ist das Ganze auch. Spätestens, wenn der Markt die horizontale Marke im Bereich der 12,72, schauen Sie sich das an, hier Unterstützung, hier Unterstützung, abverkauft worden, durchgegangen, Unterstützung, Unterstützung, spätestens darunter hat der Markt wirklich dann wieder übergeordnet bärisches Potenzial. Noch ist es aber in meinem Dafürhalten, so wie wir die technische Analyse betreiben, nicht so weit, sondern noch ist dieser Markt innerhalb dieses Dreiecks und damit jetzt unterhalb der 1300er Marke als neutral zu betiteln. Und wenn man sich den Stundenchart anschaut, dann kann ich Ihnen Folgendes sagen: Wir haben hier eine abwärtsgerichtete Trendbewegung, hier Widerstand, hier Widerstand, hier nochmal mit dem Schatten. Wenn Sie das duplizieren, dann schauen Sie sich das an. Hier Körperkante mit dem Schatten, hier ebenfalls nochmal mit der Körperkante dran. Und deswegen ist das eine übergeordnete Unterstützungszone. Wir haben bei den 4-Stunden-Chart die aufsteigende Trendlinie, wir haben bei den Stunden-Chart die absteigende Trendlinie, und wir haben hier sehr viel Unterstützung. Die Frage ist, was passiert aus diesem Trendkanal? Wird der bullisch aufgelöst oder wird der bärisch aufgelöst? Und hier noch einmal genau der gleiche Schnack. Horizontale Marke hier 12,73, zoom ein bisschen nochmal ran. Also hier Unterstützung wegverkauft worden, durchgegangen, Unterstützung, Unterstützung. Das Ganze, was Sie über den 4-Stunden-Chart abzeichnen können, können Sie hier auch über den Stunden-Chart abbilden. Wenn der Markt die trendbegrenzende Linie im Bereich der 13,20 bullisch auflösen sollte, dann haben wir Potenzial für eine Fortsetzung in Richtung 13,60 und der 13,70er Marke. Wenn man sich Silber anschaut, da muss man eins sagen: Wir haben eine aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst, und wir schaffen es nicht mehr, über diese aufsteigende Trendlinie drüber zu gehen. Wir sind auf der falschen Seite der 20-Tage-Linie und schon lange auf der falschen Seite der 50-Tage-Linie. Auf der anderen Seite haben wir diese trendbegrenzte Linie. Ich habe Ihnen gesagt, diese trendbegrenzte Linie finde ich nicht ganz so klassisch, wie wir es uns wünschen, wie es unsere Regel ist, im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel beim Goldchart sieht. Obwohl wir hier sehr, sehr viele Schatten und Körperkanten an dieser Trendlinie immer wieder dran haben, wenn denn diese Trendlinie valide sein sollte. Das, was mir auffällt, ist Berührung, 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 immer und immer und immer wieder. Hier schon ganz häufig, hier hat sich gerade die Trendlinie gebildet, hier schon ganz häufig. Das heißt, diese Linie ist schon sehr, sehr häufig bearbeitet worden, aber die hat auch immer wieder Widerstand geboten. Der Markt ist heftig daran nach unten abgeprallt. Wenn man sich von diesen Trendlinien einmal verabschiedet, nehmen Sie ganz kurz weg, merken wir uns vielleicht für morgen, vielleicht darf ich Ihnen das nochmal ganz kurz sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen einkommen, ist sehr unwahrscheinlich, aber 2020 ist die aufsteigende Trendlinie und die absteigende, jetzt akut trendbegrenzende Linie ist im Bereich der 1917. So, wenn wir einmal kurz diese Trendlinien wegnehmen, da muss man sagen, okay, was haben wir denn hier? Wir haben eine Seitwärtsrange, darüber haben wir gestern miteinander gesprochen. Obere Begrenzung 2050, horizontal plus 50-Tage-Linie, untere Begrenzung einfach eine horizontale Marke im Bereich der 1918. Darunter ist noch die psychologische 1900er-Marke. Wenn man sich das Ganze in 4-Stunden-Chart-Basis anschaut, ebenfalls gleichschenkliges Dreieck, wobei das gleichschenklige Dreieck findet statt
oberhalb einer sehr großen, klassischen, bullischen Keilformation. So, das Dreieck, wenn es denn bärisch aufgelöst wird, wo haben wir denn die trendbegrenzende, trendunterstützende Linie im Bereich der 1943? Und nach oben hin haben wir als trendbegrenzend, zoomen wir noch näher ran, also eine etwas kleinere Trendlinie. Körperkante, Schatten, Körperkante, die wartet im Bereich der 1988 und die größere Trendlinie, diese nehme ich hier, die wartet im Bereich der 20 Dollar, 2010. Da kann das Dreieck bullisch aufgelöst werden und der Markt hat Potenzial, eine Fortsetzung der bullischen Bewegung zu machen. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, Leute, vielleicht ist es ja so, dass aufgrund unseres Positionstrading ich emotional gefangen bin und das Ganze immer nur bullisch, 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 bullisch sehe. Ich kann aber nur das machen, was ich immer wieder mache, nämlich nach meinem System schauen. Das, was ich sehe, ist, wir haben eine sehr, sehr starke dynamische Bewegung und danach laufen wir in einem abwärtsgerichteten Trendkanal. Das Ganze so, dass es aussieht wie ein Keil und das ist mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Allerdings sagt unser System auch immer, sobald der Markt es schafft, die 61,8% Retracement-Marke nach unten zu durchbrechen, haben wir keine Nebenbewegung mehr, sondern wir haben eine neue Hauptbewegung. Wären wir noch oberhalb der 61,8% Retracement-Marke, würde ich sagen, Moment. Hauptbewegung, Nebenbewegung, nächste Hauptbewegung. So muss ich sagen, hey, sehr dynamische Hauptbewegung, ziemlich lahme Hauptbewegung, ist aber keine Nebenbewegung. Und wenn der Markt nämlich diese trendbegrenzende Linie im Bereich der 1970, Körperkante, Schatten, Körperkante, wenn das nämlich bullisch aufgelöst werden sollte, dann haben wir nur Potenzial dahin zu laufen, wo wir gestartet haben, nämlich im Bereich der 2020, weil wir Hauptbewegung und Gegenhauptbewegung machen. Und dennoch sehe ich hier sehr, sehr viel Unterstützung horizontal 1946 hier plus diese trendunterstützende Linie plus das Dreieck, was ich Ihnen gezeigt habe. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der ersten Berührung dieser Marke der Markt bärisch aufgelöst werden sollte, unwahrscheinlich oder sehr gering. Aber wenn das passiert, dann ist es umso dynamischer. Und dann werden wir abwarten, was der Markt aus diesen ganzen Formationen, was wir Ihnen gezeigt haben, machen wird. Sie können sich darauf freuen, eine größere dynamische Bewegung. Bullisch oder bärisch steht uns unmittelbar davor und je länger wir in diesen Dreiecksformationen drin bleiben, desto dynamischer wird dann auch die anschließende Bewegung sein. Und deswegen, es kann sein, dass momentan dadurch, dass der Markt immer wieder so übergeordnet, in so einer Seitwärtsrange drin ist, da denkt man sich, ah ja, zum Beispiel kaufen sie sich das nämlich hier und dann wird der Markt abverkauft und dann kommt er wieder zurück und sie sagen, ach wie gut, dass ich keinen Stop-Loss hatte, gehe ich nämlich Break-Even wieder raus. Oder sie verkaufen zum Beispiel den Markt hier Short, dann sieht es super aus und dann geht der Markt bullisch durch, denken sie, oh Mann, nein, und dann kommt er wieder zurück und sie sagen, ah siehst du, wie gut, dass ich keinen Stop-Loss habe. So Seitwärtsphasen führen nämlich immer dazu, dass gerade Leute, die keinen Stop-Loss haben, sich denken, ach, Stop-Loss brauchst du gar nicht. Da wartest du einfach, die Marke kommt schon nochmal irgendwann wieder. Nur wenn dann diese Seitwärtsphase irgendwann mal beendet worden ist, wie zum Beispiel, warten Sie hier, Tageschart, wie zum Beispiel hier, hier lange, lange, lange Zeit, seitwärts, seitwärts, seitwärts und dann wird das nämlich richtig schön bärisch aufgelöst und dann guckt man in die Röhre. Sie brauchen immer ein Stop-Loss, wann immer Sie traden, was immer Sie traden und wo immer Sie traden, denn ein Stop-Loss ist und bleibt Ihr guter und Ihr bester Freund. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie herzlichsten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Rohstoffen. Natürlich haben wir wieder eine Ausgabe zu den Forex des Silvers für Sie da und Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie unsere Ausgaben bewerten würden. Besten Dank. Mein Name ist Hamed Esnachari. Warten Sie, ich vergesse es nicht, auf gar keinen Fall. Bleiben Sie gesund, denn das ist wirklich das aller Wichtigste, dass Sie und ich gesund bleiben und wenn Sie es nicht sehen, dass Sie hoffentlich bald wieder gesund werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.